Hallöchen Popöchen, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Wir spielen, wie ihr es ja auch vielleicht schon erkennen könnt, Minecraft Free Dental. Okay, das Free Dental, denke ich, jetzt gehört nicht mit zum Namen mit dazu. Wir schreiben das Jahr 2010 und wir haben eine Alpha-Version des Spieles ergattert. Durch diverse Umwege, die aber, keine Sorge, alle legal sind. Ich mache nichts Verbotenes, nichts Illegales. Es ist nur nicht so einfach, an gewisse Versionen des Spieles heranzukommen. Deshalb musste ich das durch diverse Umwege machen. So, wir haben hier mehrere Welten zur Auswahl. Davon sind aber drei bisher noch gar nicht benutzt. Sprich, diese Welten müssen erstmal generiert werden. Wir haben Welt 1 und Welt 4. So. Ich zeige euch erstmal Welt 1 und dann Welt 4 und dann sage ich euch meinen persönlichen Favoriten. Ich weiß genau schon, welche wir spielen werden, aber trotzdem möchte ich euch zeigen, was vielleicht hätte sein können in einem anderen Universum. Vielleicht in einem anderen Universum, wo sich mein jetziges Ich für Welt 1 entschieden hat. Welt Nummer 1 sieht im Übrigen also so aus. Ja, das ist sehr, sehr verschneit. Es sieht alles sehr kalt und sehr aus. Ich denke, auf Dauer ist es vielleicht ein bisschen eher nervig, weil ich habe nachgeschaut, die ganze Welt sieht so aus. Wirklich, die ganze Welt. Es schneit überall. Es schneit überall und es hört nicht auf. Aus diesem Grund finde ich es dann doch eher lästig, dann im Schnee zu bauen, außer man hat Lust darauf, das ganze Jahr lang über Weihnachten zu feiern. Kann man machen. Habe ich jetzt eher nicht so Bock drauf. Ich liebe Weihnachten und ich liebe Schnee. Aber in Minecraft, wenn die ganze Welt nur daraus besteht, ist es doch auf Dauer vielleicht ein wenig deprimierend. Und genau aus diesem Grund werde ich euch jetzt mal die andere Welt zeigen. Und zwar Welt Nummer 4, welche mein Favorit ist und welche wir auch am Ende jetzt benutzen werden. Das ist die hier. Eine ganz gewöhnliche Minecraft-Welt mit einem schönen Sandstrand, mit ein paar Inselchen hier, ein paar Bäumchen, Schlachthausinventar. Ich habe hier schon ein bisschen nur mich so grob umgesehen. Ich bin noch nicht groß hier rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob die Insel da hinten dran weitergeht oder ob sie direkt hinten dran wieder aufhört. Ich habe keine Ahnung. Ich habe bisher nur ein Schaf geschlagen, habe festgestellt, dass das Schaf dann Wolle verloren hat. Dass das so geht, das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Das klappt im echten Leben übrigens auch, oder zumindest sehr ähnlich, und zwar muss man einfach an der Wolle ziehen, bis sie einfach irgendwann ab ist. Ist nicht zu empfehlen, es kann sein, dass sich das Schaf wehrt oder vielleicht ihr vom Bauern eine auf den Deckel kriegt, aber ihr könnt das Risiko ja sehr gerne eingehen. Was ich auch eingesammelt habe, sind diese süßen kleinen Dinge hier, was ich jetzt gerade in der Hand halte, welche im Übrigen dafür da sind, dass die Bäume dann wachsen. Also es dauert immer ein bisschen, das geht ja auch im echten Leben ist nicht ganz so schnell, das dauert ja immer so ein Momentchen. Aber quasi ist es einfach nur dafür da, dass dann die Bäume einfach wachsen. Ja. Und da wir zwei haben, werde ich jetzt auch mal den einen. Ich lasse den einen gerade mal da. Und dann tun wir den anderen mal hier drüber. So. So, und da können wir mal so ganz kurz ein bisschen erkunden. Ich würde mal sagen, wie schon meine Vermutung war, das ist eine kleine Insel. Ist okay, ich kann auch mich auf einer kleinen Insel kreativ ausleben. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir früher oder später entweder Richtung der Insel oder in Richtung dieser Insel eine Brücke bauen oder einen Tunnel oder wie auch immer. Vielleicht gibt es ja irgendwann in dem Spiel auch sowas wie Loren und Schienen. Wäre vielleicht ganz praktisch, einfach ein sehr simples und kreatives... Mir fällt das Wort nicht ein. Ein kreatives und ein schnelles und ein kluges Nahverkehrmittel, nenne ich es einfach mal. So, kloppen wir erstmal das erste Holz hier weg. Das erste Baum machen wir erstmal kaputt damit. Und dann können wir schon mal mit den Basics hier anfangen. Die ersten Anfänge des Lebens in dieser wunderschönen, Gott sei Dank nicht verschneiten und absolut nicht weihnachtlichen Welt. Hier habe ich wirklich ein gutes Gefühl, eine gute Chance, mich kreativ komplett ausleben zu können. Und das werde ich auch tun. Das werde ich auch tun. Und das ist mir ganz egal, wie lange das Ganze hier dauert. Von dem lasse ich stehen.
weil ich will nicht so Bäume direkt wegmachen, die aneinander stehen, weil sonst sieht das nicht mehr so schön natürlich aus. Ich mach mal den hier weg. Der wird weggeklappt, als gäbe es keinen Morgen. Der hat Pech gehabt, dass er leider jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort gewachsen ist. Auch wenn der höchstwahrscheinlich schon länger auf dieser Insel lebt als ich. So. Gehen wir mal hier vor wieder an unseren Spawn, wo wir gerade einfach hier in die Welt hier reingeschlüpft sind. Und gehen einmal in unser Inventar. Das ist, meine ich, die Taste I. Richtig. Das sind wir. Ein roter Creeper. Das ist ein Monster aus Minecraft. Da drauf eine rote Rose, weil mein Name Erdrose ist. Wer hätte es das gedacht? Das ist jetzt total unerwartet, damit hat keiner gerechnet. Und ich zeige euch jetzt was richtig Cooles. Wir haben jetzt hier dieses Holz aufgesammelt von den Bäumen, die wir eben schön zerfetzt haben mit der Hand. Die klatschen wir einmal hier rein und dann bekommen wir daraus so ein paar Holzbretterchen. Machen wir mal alle so. So, mit diesen Holzbrettern, also wir haben jetzt quasi das andere Holz eingetauscht und dafür jetzt das hier bekommen. Und wir können jetzt einfach das hier machen und dann bekommen wir eine Werkbank raus. Eine Bank, auf der man oder an der man werken kann. Ja. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und dann können wir hier ein paar Stöcke machen und können dann hier Werkzeuge machen. Wir können hier eine Spitzhacke machen. Wir können, was ich auch mal direkt machen werde, eine Axt machen. Wir können noch mehr Sticks machen. Fange ich schon wieder mit meinem englischen Slang an, der hier so wieder ein bisschen mit einbefließt in die Kommentation dieses Videos, dieses Let's Plays. So. Ach ja, genau, eins habe ich noch vergessen. Und zwar können wir noch eine Schaufel machen. Wir müssen uns beeilen, es wird langsam dunkel. Und ich erkläre euch auch gleich, warum das ein Problem wird wahrscheinlich. Also erstmal, man kann mit den Werkzeugen natürlich einfach die Sachen schneller abbauen. Im Vergleich, als wenn ich das mit der Hand mache. Das gilt natürlich auch für das Holz. Wofür ja dann die Axt dann da ist. Wofür man die Spitzhacke benutzen kann, zeige ich euch auch gleich sehr, 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 sehr gerne. Manchmal rede ich ein bisschen zu schnell und merke es überhaupt nicht und dann versteht man manche Wörter nicht. Deshalb werde ich mich manchmal wiederholen, wenn ich merke, oh ja, okay, das war vielleicht doch etwas zu schnell gesagt und ihr da draußen habt das vielleicht nicht verstanden. So, es wird langsam dunkel. Wir haben absolut keine Lichtquelle. Ein paar Lampen wären ganz gut eigentlich. Aber dafür kommt jetzt unser nächstes Hilfsmittel hier zum Einsatz und zwar die Spitzhacke. Aber erstmal machen wir kurz den hier. Wir können uns jetzt hier runterbauen. Theoretisch meine ich. Und dann finden wir halt als erstes hier mal direkt Stein. Das können wir schon mal abbauen. Und dann finden wir auch direkt Eisen. Ui, cool. Man merkt vielleicht, ich habe mich schon so ein bisschen über das Spiel schon im Vorhinein hier informiert. So, das ist immer ganz gut so bei solchen Spielen, wo man so quasi mehr oder weniger blind reingeht. So, und jetzt meine ich, müssten Kreaturen der Nacht auftauchen, die sich an meinem Fleisch larben wollen. Okay, anscheinend nicht. Soll mir auch recht sein. So, weil jetzt können wir nochmal ein paar Stöcke machen und daraus können wir jetzt dieselben Werkzeuge theoretisch alle nochmal machen, aber aus Stein. Aber ich mache das nicht, sondern nur die Spitzhacke, weil man nämlich die benötigt, um das Eisen abzubauen, weil das mit der Holzspitzhacke, meine ich, gelesen zu haben, nicht geht. Ne, das geht nicht. Man kann es zwar abbauen, aber wenn das passiert, dann verschwindet das Eisen quasi einfach und man hat davon einfach nichts. Und das wäre ja doof, weil das wäre ja pure Verschwendung. So, was sehr praktisch wäre, wäre eigentlich ein bisschen Kohle A als Lichtquelle für ein paar Lampen und B, damit wir auch dieses Eisen, das wir jetzt eher eben gefunden haben, auch braten können. Das ist übrigens eine der Kreaturen der Nacht, von denen ich geredet habe. Das ist eine Spinne. Und ich kann euch mal ganz kurz demonstrieren. Ich lasse sie mal mich kurz angreifen. Genau, und dann greift die mich hier so an. Die greift mich dann so an und dann kriege ich so ein bisschen auf den Deckel. Ja, und dann muss ich mich mal so ein bisschen verstecken. Um jetzt wieder an Leben gewinnen zu können, müsste ich jetzt was essen.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich werde sterben. Ach Gott, ist das blöd. Das ist echt nicht so cool. Ich versuche ja ein bisschen so die Ruhe zu bewahren, weil Panik bringt am Ende ja auch nichts. Ach Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ihr hättet gerade erleben müssen, wie ich gerade so ein bisschen zusammengezuckt bin, zugegebenermaßen. Ich kann natürlich gegen die Monster alle kämpfen. So, so wie jetzt gegen den Kollegen hier. Und da gibt er dann eine kleine Feder, sogar zwei. Das Problem ist aber, ich habe nur noch zwei Herzen und bis ich bei den Skeletten angekommen bin, haben die mich... Die sind zu dritt da hinten, die schießen mir ins Kreuz, bevor ich die auch nur angreifen kann. Und das will ich eigentlich per Möglichkeit eher vermeiden. Wir werden mal einfach mal hier rüber gehen und gucken, was da ist. Vielleicht sind da ja weniger Monster und dann können wir auch ein paar Tiere eben da drüben entleben. Damit wir auch einfach ein bisschen Essen haben, damit wir auch wieder mehr Herzen haben und nicht so am langsamen, qualvollen Krepieren sind. Das Schwimmen ist außergewöhnlich langsam. Das sollte vielleicht auch mal in Zukunft ein bisschen schneller gemacht werden. So, ich bin Christopher Columbus und was habe ich jetzt hier? Ich sehe hier kein einziges Tier. Nicht mal Monster. Ich sehe gar nichts hier. Hier sind keine Lebewesen. Ich glaube, die haben mich schon gerochen. Die haben meinen Schweißgeruch schon Kilometer entfernt gerochen. Widerlich. Okay. Vielleicht finde ich aber hier wenigstens eine Höhle, damit ich etwas Kohle mitnehmen kann. Das wäre eigentlich super praktisch, wie gesagt, für die Lichtquelle und damit wir das Eisen braten können. Und wenn wir auch Essen dann bekommen durch Tiere töten, können wir das auch braten. Dadurch bekommen wir ein paar Lebenspunkte mehr zurück. Genau, hier ist Kohle. Das ist dann so ein schwarzes Erz, also so, es sieht dann aus wie Stein, aber mit so ein paar schwarzen Punkten drin. Genau wie das Eisen dann so mit so hautfarbenen Punkten drin ist. Ist das halt dann hier mit der Kohle mit schwarzen Punkten oder grauen Punkten. Und hier gibt es dann so größere Kohleadern, die halt eigentlich ganz cool sind. Weil Kohle hat man nie genug. Das braucht man nämlich immer, weil ein Ofen, den wir auch noch gleich machen, den brauchst du ja eigentlich für so ziemlich alles, damit du halt im Spiel vorankommst. Und damit du den benutzen kannst, brauchst du halt einfach immer, naja, Kohle. Wer jetzt gedacht. So, Monster sind immer noch keine hier. Das soll auch ganz gerne so bleiben. Wir nehmen noch ein bisschen Stein mit, damit wir auch genug haben, um den Ofen zu machen. So. Haben wir denn genug? 14 Steine sollten eigentlich genügen. Nehmen wir hier noch ein paar mit. So, das sollte eigentlich jetzt vollkommen ausreichen. Ja, 18 Stück. Das reicht. Ah, jetzt kommen die ganzen Monster. Jetzt, wo ich hier so ein bisschen mich niedergelassen habe, mich so ein bisschen entspannt habe, dann... haben die mich wieder gewittert, mich wieder verfolgt und jetzt versuchen die mich wieder auf grausamste Weise ins Gras beißen zu lassen. Wir werden jetzt mal einen kleinen Bogen hier um die Insel rumrum machen. Übrigens, mein Skin ist ja, wie ich jetzt schon bereits erwähnt habe, ein roter Creeper. Das sind quasi diese grünen Dinger, wo da oben rumlaufen, nur in Rot. Warum ein roter Creeper ist eine sehr ausgezeichnete Frage, die du dir wahrscheinlich gerade stellen wirst. Die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Ich heiße Erdrose und Rosen sind rot. Und das ist übrigens nicht der Anfang eines Gedichts. Rosen sind rot und genau deshalb ist auch mein Skin rot und deshalb habe ich ja auch die Rose auf meinem Bauch. Das sieht man ja auch, wenn wir in unser Inventar gucken. Das mache ich jetzt aber mal gerade nicht, weil sonst... gehe ich das Risiko ein, dass wir jämmerlich hier unterm Wasser ersaufen oder von den Monstern da hinten abgeschlachtet werden, so dass man an unserem Leichnam uns nicht mehr identifizieren kann. Wie auch schon bereits erwähnt, das Wasser, das Schwimmen ist außergewöhnlich langsam und kostet viel Nerven, viel Zeit, viel Geduld natürlich. Habe ich alles nicht.